Einen wunderschönen guten Morgen an der Stelle. Schauen wir mal gleich mal vor die Tür raus. So, ja, ein wenig nass, aber das war normal. Hat ein bisschen vorher geregnet. Cool, da unten ist schon leichter Betrieb. Ja, es soll noch etwas regnerisch bleiben. Aber es schaut mir sehr verheißungsvoll aus und der Wetterbericht zeigt sich auch sehr positiv. Aber der Vorteil ist, von dem Windwechsel, jetzt hat man die Tage immer von Ost, Südost, soll jetzt komplett Westwind sein. Das heißt, die Gebiete, die ich jetzt gestern und die Tage davor angefahren habe, die kann ich heute zum Teil gar nicht mehr anfahren, weil es eben der Wind nicht zulässt, also müssen neue Gebiete her. Das schadet aber gar nichts, weil da, wo ich jetzt dann hinfahren muss, konnte die Tage davor auch keiner angeln. Das heißt, da müssten zumindest jetzt gleich mal mehr Fische zu holen sein, als an den bislang sehr stark frequentierten Spots der letzten Tage. Also drückt mir die Daumen. So, jetzt geht's los und tatsächlich da hinterm Haus möchte ich wirklich die Sonne rausspitzeln. Der Himmel ein bisschen blau, sieht man. Aber da vorne kommen natürlich wieder die nächsten Regenwolken, macht nichts. Gut, dann wasserdicht zum Eingepackt, geht los. Ja, ich habe es auf dem Wasser schon mal gezeigt. Das da ist meine, ja, knapp 10 Euro wasserdichte Handyhülle. Geht auch zum Telefonieren, zum Fotografieren, zum Nachschauen, geht ganz normal zum Grillen. Und das Ding ist bei so einem Sauwetter wie heute einfach nur Gold wert, weil man da einfach auch beim größten Regen beim Handy erreichbar wäre oder auch einen Notruf absetzen könnte. Und kann ich nur jedem empfehlen, sich sowas zu kaufen.
Jo, da vorne ist Tekte. Ich weiß nicht, wie man das jetzt am besten erkennt oder auch hört, weil ich habe eine Hülle drüber über dem Handy. Ja, ziemlich windig halt in der Box innen drin. Ja, liegen ein paar Makrelen und ein Pollack ist drin. Ja, zeige ich euch nachher, ansonsten sehr, sehr windig halt. Schwierig, sich auf die Bedingungen einzustellen. Aber ich gebe mein Bestes. Das ist das Hauptproblem der ganzen Sache. Ja, bei.